Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. So. Einen Todessprung ausführen. Kommen wir schon in Sequenz 12 oder wie? Edenapfel erhalten. Aha. Haben wir wenigstens was zu essen. Venezianischen Umhang erhalten. Cool. Und du? Und nu? Lauf mal ein bisschen im Kreis. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Alles okay? Besser aufhören? Nein, ich muss zurück. Sofort. Was nun? Oh Mann. Sean? Aber klar. Wie konnte ich das vergessen? Willst du uns nicht einweihen? Rodrigo Borgia wurde 1492 zum Papst gewählt. Das bedeutet, dass Ezios größter Feind nun auch der mächtigste Mann Italiens ist. Wollt immer schon in den Vatikan. Dann hast du Glück, Desmond. Freu dich. Genau da führt deine Reise hin. Okay. Also wenn ich nicht mehr als Ziel gesetzt hätte, alles einzusammeln, was das Spiel hergibt, würde ich das Spiel jetzt in diesem Part wohl beenden. Also sieht es zumindest aus. Aber da ich ja noch so 60, glaube ich, Federn sammeln muss und noch diverse Truhen und noch zwei Sequenzen habe und noch Assassinengrab habe ich, glaube ich, gar keins mehr. 5 Codex-Seiten. Ja. Was? Ach, Glyphen haben wir auch noch. Sequenz 12 wurde repariert. Aha. Was nu? Faszinierend. Total faszinierend. Was ist es, Leonardo? Wofür ist es gut? Das kann ich dir genauso wenig erklären, wie warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ihr meint, die Sonne um die Erde? Es besteht aus Materialien, die es nicht geben sollte. Und doch handelt es sich um ein sehr altes Artefakt. Dieser Kodex nennt es einen Edensplitter. Der Spanier. Er nannte es den Apfel. Etwa Evas Apfel? Vom Baum der Erkenntnis? Willst du etwa andeuten, dass dieses Ding... Das darf niemals in die falschen Hände gelangen. Schwächere Geister würden wahnsinnig. Kein Zweifel, dass der Spanier alles tun wird, um es zurückzubekommen. Ezio, nutzt alles, das wir euch beibrachten, um es zu beschützen. Bring es nach Forlì. Die Zitadelle hat eine Mauer, wird von Kanonen beschützt und eine Verbündete kontrolliert sie. Wer ist diese Verbündete? Ihr Name lautet Katharina Sforza. Was ihr nicht sagt. Ich glaube, diese Mission wird mir gefallen. Dank dir für alles, mein ältester Freund. Leonardo, Ezio sagte mir, dass ihr oft nach Milano reist. Ich habe eine schöne Villa in der Toskana. Kommt doch mal zu Besuch. Okay.
Das bedeutet wohl, dass das eine der beiden Zusatzsequenzen ist, die ich durch diese Collectors Super Duper Mega Edition erworben habe. Also, blind. Also 100% blind. Nicht blind, weil ich seit 5 Jahren nicht gespielt habe oder 6, sondern einfach blind. Ich kann es nicht ab, wenn jetzt Player ein Spiel spielen und dahin schreiben blind, aber ist es gar kein blind. Ich kann das nicht ab. Dann irgendwann kommt dann raus, ach, ich habe das Spiel mal 90 Stunden lang gespielt, aber nicht durchgespielt. Also ist es blind für mich. Das ist ein Blödsinn. Das ist blind ist blind. Also man kennt es einfach nicht. Aber egal. Auf jeden Fall ist das jetzt blind, was jetzt kommt zumindest für mich. Romagna, 1488. Was? Warte mal. Ich bin jetzt überfordert. Ja. Ja. Folly. Ja, gut. Wir werden Templar Assassin, wir werden 3-stellig erreichen. Ja. Er hat ja geschrieben, es wird noch einiges kommen. Ach du heiliger Bimbam. Was ist das denn nach Venedig? Was ist das? Das ist reparierte Erinnerung? Sonder. Boah. Gut. Okay. Kriegen wir alles hin. Also nicht nur für. Was? Also wir alle werden jetzt 3-stellig erreichen, nicht nur Templar Assassin. Ich wollte es nur ihm nochmal jetzt explizit sagen, weil er schon angedeutet hatte, dass es noch einiges zu tun geben wird. Und er hat auch angemerkt, dass ich damals zu schnell aus der Romagna entschwunden bin. Ja, das tun wir jetzt alles nach. Ich werde jetzt einen Aussichtspunkt synchronisieren und systematisch vorgehen, um alle Truhen und Federn einzusammeln. Diese Markierung identifizieren Standard von reparierten Erinnerungen. Okay. Oh! Auch das noch. Es passierte 1908. Oder war es 2008? 1708? Ich weiß es nicht mehr. Die Kavallerie. Datei freigeben. Ui. Nicola, wir wissen, was man ihrem Labor angetan hat, ihrer Karriere. Es mag zu spät sein, um das wieder gut zu machen, aber sie können helfen, etwas weit Schlimmeres zu verhindern. Man hat dem Zar ein Objekt abgenommen und führt in Tunguska Experimente durch, um herauszufinden, wie es benutzt wird. Wir müssen es ihnen wegnehmen, bevor sie es schaffen. Wir erwarten nicht, dass sie ihr Leben riskieren, nur dass sie ihre Elektrizität benutzen, um das Objekt zu zerstören, wenn die Zeit gekommen ist. Unabhängig von ihrer Entscheidung, sollten Sie wissen, dass wir Ihre Arbeit sehr bewundern und Ihnen gegenüber keinen Groll hegen. Wir respektieren Ihre Freiheit mehr als alles andere. Gut. Neapel? Was? Das ist doch nicht Neapel. Warte mal, wir müssen gucken, wo was ist, oder? Also, wo was wirklich ist. Tunguska, ja genau. Alle anderen Orte haben einfach nicht gestimmt. Ich wollte schon sagen, ja, Neapel ist da nicht. Okay. Passcode, das war's? Boah, was für eine geile Glyphe. Man muss nur ein bisschen geografisches Wissen aufbringen. Ach, wie schön. Ich hoffe, die sind alle so. Na ja, cool. Das freut mich.
Ich möchte gerne hier hochklettern, bitte. Jetzt habe ich den venezianischen Umhang und werde dadurch in der Romagna und in Venedig nicht mehr gesucht. Das heißt, ich kann Scheiße bauen, wie ich Bock habe. Auf gut Deutsch. Mit Hilfe der Karte können Sie das Ziel und Lebensmission finden. Im Kartenordner sein muss, können Sie. Das weiß ich doch. So nichts Neues für mich. Ja, es gibt nur Dinge, die auch ich weiß, ja. Gut, eine Feder ist hier nicht in Sicht. Was ist denn das? Mal erstmal synchronisieren. Mit Musik. Die coolste Musik bei den Aussichtspunkten war bei Freedom Cry, finde ich. Ich weiß gar nicht mehr, was bei Liberation war. So. Was haben wir hier? Was? Was? Was soll ich machen? Was? Einfach nur fliegen jetzt. Jetzt? Hä? Ich check grad gar nichts. Wofür war das jetzt? Was sollte ich machen? Sondererinnerung. Hä? Ich will nicht sagen, dass ich überfordert bin, aber ich bin überfordert. Das machen wir irgendwann später. Ich mache jetzt erstmal synchronisieren wir jetzt die anderen Aussichtspunkte. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Wenn die anderen sich auf irgendeine Schlacht vorbereiten, werden wir die Zeit nutzen, um Truhen und Federn zu sammeln. Komme ich da hoch? Ich denke mal nicht. Nein. Gut. Vielleicht war so ein Fehler, hier reinzuspringen. Kann das sein? Kann ich hier hoch? Müsste eigentlich gehen, ja. Ich werde erstmal die ganzen Aussichtspunkte jetzt sammeln. So. Oh, eine Truhe. Okay. Gut, ich muss auch noch hier Gemälde und so kaufen. Ich weiß es doch jetzt mittlerweile. Wie komme ich da hoch? Ich weiß es doch. Soll ich doch erstmal das andere machen hier. So, Vögelchen. Wo habe ich denn hier in meinem lustigen Buch die Romagna? Montregioni, Florenz? Nee. Ach, Florenz haben wir auch noch ein bisschen was zu machen. Romagna. Auftragsattentat. Auch noch. Schon mal Überfluss. So, wo kann ich denn mal anfangen, hier um systematisch vorgehen zu können? Hier ist noch ein Aussichtspunkt. Also Romagna, oder die Romagna ist nicht ganz so groß, schätze ich. Ach komm, das Auftragsattentat können wir schnell machen. Gesucht wäre ich eh nicht, dank des schönen Umhangs. Uiuiui. Die Reihen lichten. Unsere Feinde patrouillieren in Forli und ich fürchte, dass sie sich bald erheben und Florenz angreifen werden. Ich will, dass sie einige von Giro
Lamo Riarios Männern aus der Stadtwache tötet. Das verschafft uns hoffentlich etwas mehr Zeit. Lorenzo war der Absender. Gut, die 6 Wachen töten. Das werden wir hinkriegen, denke ich. Dürfte im Bereich des Möglichen liegen. Ich möchte gerne mal ein paar Sachen jetzt kaufen. Okay. Gut, jetzt betreten wir die Stadt als solche. Und hier haben wir nämlich auch einen Schmied. Also ich schätze nicht, dass da irgendwas Neues jetzt sein wird. 600... Vorlieb, wollte ich ja schon sagen. 600 Florin. Nö. Oh, das wäre schon geil gewesen. So eine eigene Vorlie-Rüstung oder so. Eigentlich muss ich auch noch besondere Gegenstände bekommen normalerweise. Oh, ich habe das alte Irrschwert. Das habe ich ja, glaube ich, deshalb. Rauchbomben. Weil ich diese super duper... Ups, Kugeln. Natürlich. Alles klar. Euer Geld scheint echt zu sein. Ah, wäre ich mich so sicher. Wenn du wüsstest, mein Freund, wenn du wüsstest. So, hier müsste eigentlich auch ein Aussichtspunkt irgendwo in der Nähe sein. So, den netten Kollegen. Oh, die haben grüne Klamotten. Mensch, was da ist, da ein Feder? Kann das sein? Tatsache. Es geht einfach nicht. Es geht wirklich nicht. Gut, eine ist schon mal tot. Erklärt doch einfach bitte hoch. Es geht nicht. Ich habe kein Vibe. Ich sehe da. Hey, du gehst mir auf den Wecker. Sag mal, wieso kann ich nicht kontern? Ach man, ich bin doch... Ich habe den Umhang. Lass mich in Ruhe, ich habe den Umhang. Ich habe nichts getan. Naja, werde ich ein bisschen metzeln. Nein, hiermit. Wo sind sie denn? Ich will nicht das Schwert, ich will das da. Ja, komm. Er kommt wirklich, hätte ich gedacht. So. Ja. Danke. Gut, ist nur ein Wort, aber... So. Ich kann die Truhe öffnen, wo ich gesehen werde. Das ist schön. Gut, eigentlich sehen sie mich ja nicht normalerweise. Wenn man ganz ehrlich ist. So. Feder. Aussichtspunkt. Palazzo Comunale. Ich weiß nicht, warum ich das so bescheuert betont habe. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte es einfach mal bescheuert betonen. Das ist mir, glaube ich, auch gut gelungen. Also die Betonung als solches vielleicht nicht, aber das bescheuert ist mir gut gelungen. Also Folly ist ein bisschen runtergekommen, ne? Oh, eine weitere Glyphe. Eine weitere... Scheiße. Ich krieg das irgendwie gerade nicht so hin, ne? Ah, jetzt. Nein, ich krieg's echt nicht hin. Das sieht doch gut aus hier von der Seite. So. Ja, schon ganz praktisch, wenn der Gesuchtstatus nicht steigt. So. Nein, das geht nicht. Also der Borgia ist jetzt noch nicht der Papst zu diesem Zeitpunkt. Wir sind bei 1488, nee. Doch, 1488 sind wir.
Und er wurde ja erst später Papst. 4 Jahre später. Okay. Hallo? Also wenn es an der Ecke auch nicht hochgeht, dann habe ich irgendwas grundlegend falsch gemacht. Na doch, da geht's. Sogar so eine Art Treppe. Äußerst praktisch. Also haben wir jetzt erst Sequenz 13, dann 14, dann 12, okay. Ich habe jetzt gesagt, wir würden jetzt 12 machen, also die reelle letzte Sequenz quasi. Und danach die DLC-Sequenzen, aber ich finde das gut, dass die davor gepackt haben. Macht auch vielleicht mehr Sinn. Da. Ah, hier ist ja noch irgendwo... Ach, ich wollte das Adlerauge aktivieren. Gut, dann... Ich denke mal, so weit oben wird die Glühfau nicht sein. Gut, die Codex-Seite, die krallen wir uns schnell. Der rechte haut wahrscheinlich ab, wenn ich den linken jetzt töte. Nein, tut er nicht, weil kommen neue. Was war das denn jetzt? Ochsenzunge? Gebt euch keine Blöße mehr. So. Hallo? Hallo? Halte die Deckung hoch. Irgendwas ist müde. Ach Kinder, das macht doch heute mal hin hier. Gebt euch keine Blöße, Männer. Danke. So. Ich habe in einer Viertelstunde einen Termin. Soll ich jemandem eure letzten Worte übermitteln? Was? So. Codex-Seite. Ah, das war's. Das kann man sich Gemälde kaufen. Und die Schatzkarte. So. Erstmal zum Doktor. Ich habe nämlich ganz bösen Husten. Danke. Ja. Habe ich doch gesagt, ich habe Husten. Das sollte jetzt schnell heilen. Oh Gott. So. Geburt der Venus. Gut. Jupiter und Io. Ah, hatten wir schon die Bilder in diesem einen dummen Glyphenrätsel. La Fornarina. Eine Frau mit nackten Brüsten. Leda und der Schwan. Die drei Grazien. Und zu guter Letzt Eva. Schatzkarten, Forli und Romagna. Achso, die Appender kommen wir. Ach, die habe ich sogar schon, okay. Also, glaube ich, das, wo Temple Assassin meint, da komme ich nicht mehr hin. Vergesst nicht, eure Freunde vorbeizuschicken.